Hier sind die EmsTV News. Heute ist Donnerstag, der 22. April. Herzlich willkommen zu Ihren regionalen Nachrichten. Wir beginnen mit den aktuellen Corona-Fallzahlen aus unserer Region. Das Gesundheitsamt meldet heute 93 weitere bestätigte Infektionen mit dem Coronavirus. Als aktuell infiziert gelten 885 Menschen. Eine weitere Person verstarb im Zusammenhang mit dem Virus. Der Inzidenzwert liegt bei 127,8. Und hier ein Überblick über das aktuelle Einsatzgeschehen von Polizei und Feuerwehr. Auf der Bippener Straße bei Ankum im Landkreis Osnabrück ereignete sich heute am frühen Morgen ein schwerer Verkehrsunfall. Der 53-jährige Fahrer eines Kia Sorento geriet mit seinem Pkw am Ende einer Rechtskurve auf die Gegenfahrbahn. Auf dieser befand sich eine 53-jährige Frau in ihrem VW Polo. Es kam zum Zusammenstoß. Beide Personen mussten mit Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht werden. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf rund 45.000 Euro. Beide Fahrzeuge mussten abtransportiert werden. Für die Unfallaufnahme wurde die Straße komplett gesperrt. Wie es zu dem Unfall kam, ist bislang noch nicht geklärt. Weitere Neuigkeiten des Tages nun in der Zusammenfassung. In Rehde hätte schon bald ein Krematorium stehen können. Hätte. Die Pläne von Gemeinde und Investor wurden vergangene Woche ebenso plötzlich gekippt, wie die Idee Ende 2020 auftrat. Wir haben das zunächst im Gemeinderat intern besprochen. Ist die Errichtung eines Krematoriums in Rehde überhaupt möglich? Im Rahmen dieser Überlegungen haben wir dann eine vergleichbare Anlage besichtigt, ein Krematorium in Verden, und waren von den Eindrücken sehr positiv angetan, wie würdevoll und professionell man ein Krematorium betreiben kann. Insofern war das Grundvotum des Gemeinderates eher positiv, sodass wir dann entschieden haben, ja, wir gehen dieser Frage mal nach. Die Einäscherungshalle hätte gegenüber des Friedhofs gebaut werden sollen. Das fanden die Rederinnen und Reder allerdings so gar nicht gut. Allein schon deshalb, da der Bedarf in der Gemeinde im Schnitt 30 Kremationen im Jahr beträgt. Und 1.500 Einäscherungen hätten jährlich mindestens durchgeführt werden müssen. Die Gemeindepolitik hörte auf den Unmut der Bevölkerung. Und das war auch der Grund, dass sich der Gemeinderat dann auch nach Gesprächen mit den Bürgerinnen und Bürgern dazu entschieden hat, dass diese Planung für Rehde doch eine Nummer zu groß ist und das Thema Krematorium für Rehde nicht geeignet ist. Denn es ist so, das Krematorium hat zwar überzeugt an sich, ein Krematorium ist eine tolle Einrichtung, aber für Rehde bedeutet das ganz konkret, dass es eher Ängste und Sorgen verursacht, als dass es einen Mehrwert für die Gemeinde Rehde bedeutet. Und deswegen hat der Gemeinderat dann auch einstimmig mit den Investoren gemeinsam entschieden, die Pläne nicht mehr weiter zu verfolgen und die Pläne dann dahingehend gestoppt. Mehr Unmut als Mehrwert. So das Fazit der Gemeinde und des Bürgermeisters. Und somit bleibt die Fläche gegenüber vom Friedhof in der nördlichsten aller emsländischen Kommunen vorerst der Natur überlassen. Die Gemeinde Dörpen hat ein Verzeichnis über alle medizinischen Angebote innerhalb der Gemeinde erstellt. Dieses soll an alle Dörpener Haushalte verteilt werden. Unterteilt sind sie in 12 Kategorien. Von Ärztinnen und Ärzten über Apotheken bis hin zur Seniorenbetreuung. Außerdem werden auf einer Karte die Standorte aller Defibrillatoren aufgezeichnet sein. Es dauert nicht mehr lange, bis die Temperaturen wieder sommerlich werden. Die Pandemie lässt für viele einen längeren erholsamen Urlaub nicht zu. Daher verreisen viele am Wochenende mit dem Rad. Das Emsland bietet zahlreiche Radwege für attraktive Touren. Es gibt natürlich viele unserer Tagestouren, die ich empfehle, die auch immer wieder mit dem Wasser, zum Beispiel die Dörfertour rund um Haren, die am Dankernsee vorbeiführt, oder die Emskanaltour, wo ich dann vom Weppen aus eine Richtung an der Ems herunterfahre und von Geste am Speicherbecken hoch wieder an dem Kanal nach Meppen zurückfahre, oder die Kulttour, die von Haselünne nach Meppen führt, entlang der Hase entlang. Es gibt viele Touren, die halt am Wasser vorbeifahren, und das sind halt immer meine persönlichen Highlights und Empfehlungen, die ich dann auch weitergebe. Im Naturpark Moor besteht ein Knotenpunktsystem. An jedem Knotenpunkt, an dem drei Wege aufeinandertreffen, befindet sich eine Übersichtstafel. Die Radtouristen können sich nach Punkten und Zahlen orientieren.
gut, dass wir ein einheitlich ausgeschildertes Radwegenetz haben von 3500 Kilometer, auf dem sich über 45 Tagestouren befinden, die mit einem Routenpiktogramm ausgeschildert sind. Und so haben wir unsere Empfehlungen praktisch schon weitergegeben. Und eigentlich darf man sich auch auf den Routen nicht verfahren. Unsere Aufgabe ist es nämlich auch diese Routen zu pflegen und das Radwegenetz zu pflegen. Das Knotenpunktsystem soll nun kreisweit integriert werden. Das Projekt wird bis zum Jahresende abgeschlossen sein. An jedem dieser Hinweisschilder ist es möglich, die Tour individuell neu zu planen. Seit 10 Jahren rangiert die Radreiseregion Emsland in den Top 10 des Allgemeinen Deutschen Fahrradclubs. Im Jahr 2020 belegte die beliebte Radregion den 2. Platz. Laura Sieger, Torhüterin beim SV Meppen, hat ihren zum Saisonende auslaufenden Vertrag verlängert. Dies teilte der Verein heute mit. Nach Mannschaftskapitänin Sarah Schulte und Lisa Marie Weiß kann der SVM damit eine weitere Stütze des Spiels binden. Sieger steht seit Beginn der Saison im Aufgebot von Trainer Theodoros Dedis. Bisher absolvierte sie 15 Spiele für den SVM. Ihr neuer Vertrag gilt außerdem unabhängig von der Ligazugehörigkeit. Und das waren die EmsTV News für heute. Vielen Dank fürs Zuschauen. Machen Sie es gut. Tschüss.